Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video von mir. Entschuldigt heute, wie ich ein bisschen aussehe. Also ich bin total fertig, es tut mir auch leid, das Video hätte eigentlich gestern schon kommen sollen, aber ich habe das ganz verpeilt, dass ich gestern eigentlich den ganzen Tag bei meiner Familie war, weil der zweite Weihnachtsfeiertag ist so der Tag, wo meine Familie sich immer miteinander trifft, also die ganze Familie, sag ich mal. Und deswegen konnte ich gestern das Video nicht hochladen. Ihr habt es ja oben schon in den, in der Beschreibung gelesen. Ich will heute meine Jahresflops euch zeigen. Ich bin ja eigentlich so ein YouTube-Gucker auch. Also ich gucke auch YouTube-Videos. Und deswegen habe ich eigentlich gar nicht so viele Flops, weil ich mir immer sehr viele Videos über Produkte angucke und schon immer darüber nachdenke, ob ich mir das jetzt kaufen will oder nicht. Und meistens ist es dann so, dass es dann wirklich auch gute Produkte sind oder die mir gefallen, also nicht in die Flop-Kategorie reingehören. Und die Sachen, die ich mir, die ich euch jetzt so zeige, habe ich eigentlich spontan gekauft. Und manche Sachen, die ich spontan kaufe, sind natürlich auch gut. Also so Lidschatten und sowas ist eigentlich bei mir immer gut, weil ich sehe, ob es gut pigmentiert ist oder nicht. Deswegen, es wird viel Make-up drin sein, weil ich dieses Jahr sehr viel ausprobiert habe an neuen Make-ups. Und deswegen, wie gesagt, sind sehr viele Foundations mit drin. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dieses Jahresflop-Video ist auf jeden Fall mit noch ganz, ganz vielen anderen YouTubern. Die werde ich euch alle unten verlinken. Die haben alle ein Jahresflop-Video gemacht. Und da könnt ihr ja gerne mal reingucken, weil ich finde Jahresflop-Videos immer sehr schön, weil man dann eben vielleicht auch Sachen sieht, die man sich vielleicht hätte kaufen wollen, wo man dann merkt, okay, sie sind wahrscheinlich doch nichts. Deswegen guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Dann fange ich doch jetzt einfach mal an. Ich fange mit einem Haarspray an, und zwar das Gatsby Schmusekatze. Ich bin ja ein absoluter Fan von dem Geruch und der Geruch ist da auch wirklich sehr schön. Nur dass ich finde, dass das Haarspray überhaupt nicht hält. Also da brauche ich auch kein Haarspray drauf machen. Ich gebe es dann immer noch so ein bisschen als Geruch mit dazu, obwohl das Haarspray auch sehr nach Alkohol riecht, finde ich jetzt. Das verfliegt zwar, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es sehr nach Alkohol riecht und dass es als Haarspray nicht zu benutzen ist, weil es einfach nicht hält. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Flop für mich. Dann machen wir weiter im Gesicht oder bleiben wir bei den Haaren. Bei den Haaren habe ich auf jeden Fall noch zwei Flop-Produkte, und zwar einmal von Goldwell, genau, das Inner Effect Treatment. Das habe ich mir damals im Friseur gekauft und habe es dann auch ein paar Mal verwendet, aber habe dann einfach gemerkt, dass es nichts für mich ist. Das ist, glaube ich, sogar für feines Haar, das ich ja eigentlich auch nicht habe. Aber es hat einfach nichts gebracht. Also es hat vielleicht minimal gepflegt, aber die Kur hat halt wirklich 17 Euro gekostet. Und dafür finde ich sie halt echt Schrott, weil sie eigentlich kaum was mit meinen Haaren gemacht hat. Deswegen ist es auch definitiv für mich ein Flop. Das zweite ist genauso. Da hätte ich mich sehr gefreut, wenn es funktioniert hätte. Und zwar das 3-Day Straight von John Frieda. Prinzip, ihr glättet eure Haare, sprüht es vorher da in die handtuchtrockenen Haare, und wenn ihr dann die mit dem Glätteisen, sage ich mal, mit der Hitze an die Haare kommt, dann aktiviert es sich so gesagt und eure Haare bleiben dann 3 Tage glatt. Bei mir ist es ja so, egal was ich mache, wenn ich meine Haare glätte, sind sie am nächsten Tag einfach wieder lockig, und deswegen dachte ich, das bringt was. Da, es bringt nur ein bisschen was. Also meine Haare sind schon glatter, als wenn ich jetzt nichts reintun würde. Das liegt aber auch nur daran, dass meine Haare dann so kleben nach diesem Zeug, dass es ist schon wie so ein Schaumfestiger oder so ein Haarspray einfach. Und das finde ich halt echt nicht gut, weil ich will echt nicht so eine steinharte Haare, sondern ich möchte eher schon weiche Haare haben. Und das macht halt wirklich richtig, 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 richtig harte und überhaupt nicht weiche Haare, sag ich mal. Ja, also ich finde es auf jeden Fall nicht gut und würde ich mir auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen und würde ich euch auch nicht empfehlen. So, dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Da habe ich auch ein paar Pflegeprodukte mit drin. Und zwar zu einem die Nachtpfleger Q10 Antifalten Nachtcreme von Balea. Die finde ich an sich eigentlich wirklich nicht schlecht. Also sie riecht gut, sie spendet gut Feuchtigkeit. Nur ich habe das Gefühl, ich bin gegen diese Creme allergisch. Also immer wenn ich sie auftrage, bekomme ich dann wie so eine,
wie so, ja, so wie so Schüppchen sind, sieht es dann aus. Also da bildet sich dann so ein Schüppchen, das sich so ein bisschen von der Haut abhebt und das ist dann immer rot. Also es tut auch nicht weh oder so, also es brennt ein bisschen, aber dann meine Haut reagiert da einfach drauf. Deswegen ist es für mich ein Flop. Und gerade ja, bei einer Gesichtscreme, ja, würde ich sowas auf jeden Fall nicht empfehlen, weil das wirklich nicht gut für eure Haut ist. Und ich habe es mehrmals ausprobiert, weil ich dachte, es liegt vielleicht an anderen Produkten. Aber ich habe immer diese roten Flecken dann im Gesicht bekommen. Und deswegen habe ich es jetzt einfach gelassen und deswegen ist es auch ein Flop für mich. Das zweite Produkt wäre dann von Balea die 2-in-1 Vitamincocktail Intensivpflegemaske. Finde ich ganz schrecklich. Erstens ist der Geruch mir viel zu extrem, künstlich einfach. Und dann bringt sie überhaupt nichts. Also die Haut klebt richtig danach und ist überhaupt nicht schön gepflegt oder so. Also ich kann sie euch nicht empfehlen. Ich meine, sie ist nicht allzu teuer, aber ich meine, auch wenn die nur 1 Euro kosten würde, ihr würdet den Euro aus dem Fenster schmeißen, weil euer Gesicht danach einfach nur total sich anfühlt, als könntet ihr es nicht mehr bewegen und klebt und ja, überhaupt nicht schön. Dann noch das Balea sanfte Reinigungsmilch mit pflegendem Aprikosenkernöl. Finde ich auch ganz schlecht. Ja, finde ich auch ganz schlecht, weil die Haut danach einfach auch nur klebt. Also es ist nicht so ein schönes Gefühl, dass sie es wirklich jetzt gepflegt hat und in die Haut jetzt die Feuchtigkeit reingezogen ist, sondern ihr macht es ab und es ist einfach, ich habe das Gefühl, ihr hättet einfach so eine Schicht auf dem Gesicht, das euer ganzes Gesicht irgendwie verklebt. Also ich kann es euch nicht empfehlen, kostet auch wieder so gesagt nur 85 Cent oder sowas, aber ich meine, 85 Cent, das reimt sich dann auch irgendwann zusammen. Und ich finde es halt wirklich sehr, sehr schlecht. Ich habe zum Beispiel noch ein anderes von Balea, die eine Reinigungsmilch. Und die finde ich viel, viel besser. Also die werdet ihr auch auf jeden Fall im nächsten Favoritenvideo sehen von mir. Dann kommen wir zu der Kategorie Gesicht, also Foundations. Wie gesagt, da habe ich sehr viele, weil ich einfach sehr viele getestet habe. Und ihr wisst ja, ich habe eine sehr trockene Haut, die wirklich zu ja, Schüppchen auch neigt. Das heißt, bei mir setzt sich Make-up immer sehr schnell ab. Und ihr seht ja auch, ich bin ein sehr helles Häutchen. Also ich bin wirklich sehr hell. Also bestimmt NC15 von MAC. Und ja, deswegen sind Foundations bei mir immer meistens ein Flop, weil sie eben zu dunkel sind. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem hier an. Und zwar mit dem Fit Me Make-up. Ich habe es eine Zeit lang sehr gerne getragen. Also im Sommer geht das Make-up auch. Was bei mir das Problem ist, ist erstens die Farbe. Obwohl es die hellste Farbe ist, ist es mir wieder viel zu dunkel. Aber im Sommer werde ich ja immer ein bisschen braun und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, bei mir sieht die Foundation einfach am Anfang schön aus und dann wird sie einfach schon nach ein paar Stunden sowas von hässlich auf der Haut. Also sie setzt sich bei mir in die Poren ab und ja, ist einfach nichts für trockene Haut, finde ich. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Also ich habe da, glaube ich, eine zu sehr trockene Haut. Auf jeden Fall setzt sie sich genau da ab, wo ich meine trockenen Stellen habe. Und es sieht einfach nur aus, als wäre ich stundenlang in der Sahara rumgelaufen und ja, das Make-up wäre so richtig angetrocknet. Wisst ihr, wie ich das meine? Also gefällt mir überhaupt nicht, obwohl es nicht so eine starke Deckkraft hat und so. Und von der Konsistenz mir aber sehr gut gefällt. Kann ich es jetzt nicht empfehlen. Also ich finde es nicht gut. Aber wie gesagt, es ist ja auch immer Hauttyp-Sache. Ich kenne ja auch viele, die das Make-up sehr gerne mögen. Aber bei meiner sehr trockenen Haut funktioniert es auf jeden Fall nicht. Dann genauso die Bourjois Healthy Mix Foundation. Über die habe ich ja so viel Videos geguckt. Und auch viele, die trockene Haut hatten, haben gemeint, die ist wirklich sehr gut. Finde ich überhaupt nicht. Also ich habe sie am Anfang ja immer gemischt. Und habe sie auch immer einzeln getragen und habe das auch nie so erkannt. Und irgendwann hat mich meine Schwester darauf angesprochen und hat gemeint, ob ich heute Puder trage. Und da habe ich halt gemeint, nein, du kennst mich ja, ich habe zu trockene Haut, um Puder zu tragen. Und sie meinte, dass das Make-up wirklich sehr pudrig aussieht. Und seit einer langen Zeit gehe ich ja auch immer raus und überprüfe so gesagt mein Make-up, dass mir das dann auch sehr stark aufgefallen ist, die Härchen im Gesicht richtig stark auffallen und mein Gesicht einfach dann, wenn sich das Make-up gesetzt hat, einfach nur so aussieht, als hätte ich eine trockene Haut, hätte mir aber trotzdem eine Tonne Puder ins Gesicht geklatscht. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall auch ein Flop, jetzt nur für die trockene Haut. Also ich glaube, dass der andere, wie gesagt,
gut damit zurechtkommen. Ich mag auch die Konsistenz sehr gerne von der Foundation. Die Farbe mag ich auch sehr gerne und allgemein, wie sie so riecht. Aber leider ist sie halt nichts für mich. Finde ich sehr schade, aber kann ich ja nichts dran ändern. Genauso wie die Kiko Medium Foundation hat auch die, ich habe den Namen vergessen, sehr gelobt. Ist für mich auch nichts. Also erstens von der Farbe auch wieder zu dunkel und dann setzt sie sich bei mir auch ab. Also die sieht bei mir auch ganz komisch aus. Also ich habe wirklich ein sehr starkes Problem mit Foundations zu finden. Entweder liegt es an der Farbe und die Konsistenz gefällt mir oder die Konsistenz ist blöd und die Farbe passt. Also bei mir setzt sich das Make-up eigentlich immer ein bisschen ab. Also ich kenne keine Foundation, die ich habe, die sich nicht ein bisschen absetzt. Also ist halt wirklich sehr schade, weil es sieht einfach unschön aus, aber was soll ich machen? Ich habe halt eben eine sehr trockene Haut und da kann ich auch mit Masken und Cremes nichts dagegen machen. Dann die Max Factor Ageless Elixir 2-in-1 Foundation und Serum. Gefällt mir auch wieder von der Konsistenz sehr gut. Sieht wirklich sehr schön auf dem Gesicht aus, lässt sich gut verteilen, hat eine schöne Deckkraft. Die dunkelt aber einfach nur so nach, dass ich sie dann einfach nicht mehr tragen kann. Also die dunkelt wirklich sehr, sehr nach. Und ja, und der Geruch halt, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Der ist halt auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich mochte den Geruch wirklich gerne. Und ich werde die Foundations, also gerade die Foundation behalten, weil die kann ich dann im Sommer tragen. Aber die ist eigentlich perfekt, wenn ich sie im Gesicht auftrage und dann dunkelt sie wirklich zwei Nuancen oder so dunkler. Und dann kann ich sie einfach nicht tragen, weil man es einfach zu sehr sieht. Genauso die Profi-Time Foundation vom P2 fand ich von der Deckkraft und alles mögliche fand ich sehr gut, hat aber einfach zu sehr nachgedunkelt, deswegen kann ich sie nicht mehr verwenden, weil das dann einfach man total sieht und deswegen auf jeden Fall auch ein Flop von mir. Das ist die Foundation, wo ihr den Pinsel hier dran habt. Ja, finde ich auch sehr schade, aber wie gesagt, kann ich nicht viel ausrichten. Und ganz, ganz schlecht finde ich von Essence das Natural Cover Moisturizer. Also Moisturizer finde ich echt übertrieben. Also bei dieser Foundation, die gegen Pickel und Mitesser ist, es steht schon drauf, mattierend und ölfrei. Aber ich meine, wenn dann schon Moisturizer draufsteht, Feuchtigkeitscreme, also natürlich abdeckende Feuchtigkeitscreme, dann erwarte ich das auch. Und bei mir ist es so, dass sie einfach nur sowas von klebt und sowas von, also am Anfang sieht sie schön aus und wenn sie dann antrocknet, klebt sie einfach nur und man hat so das Gefühl, die heftet sich so an die Haut ran und man kann die Haut gar nicht mehr bewegen und sie dunkelt auch sehr nach, also das muss ich auch sagen, obwohl es für die helle Haut ist, dunkelt sie wirklich sehr nach und ich mag sie einfach überhaupt nicht, also sie wird bei mir auch fleckig und ich kann sie auf jeden Fall nicht jemandem empfehlen, der trockene Haut hat. Natürlich wieder Leute, die fettige Haut oder ölige Haut haben. Bei denen, wenn es natürlich auch mattierend ist und so und ölfrei ist, dann ist es wahrscheinlich sehr gut. Aber für meine trockene Haut auf jeden Fall nichts. Und wenn ihr eine trockene Haut habt, glaube ich auch nicht, dass es funktioniert. Dann noch zwei Lippenprodukte. Einmal von Manhattan, die Lip Cream. Ich komme damit einfach nicht mehr zurecht. Also ich weiß auch nicht, am Anfang ging das. Aber die setzt sich bei mir einfach ab. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich nur so ein bisschen mit was Nassem auf die Lippen komme, wird die sofort so, ihr kennt es bestimmt, dann setzt sie sich so ab und sieht so ekelhaft aus. Und das ist bei mir, ich habe jetzt zwar nur eine Farbe, also bei dieser Farbe ist es auf jeden Fall. Es ist die 31S, es ist aber wahrscheinlich auch die Farbe, weil es ist so ein helles Korallpink und da ist es immer sehr schwierig, dass es wirklich schön ja, nicht irgendwie in die Lippenfältchen kriecht oder so. Und deswegen ist wahrscheinlich mir die Farbe hier, ach, die ist ja kaputt, diese hier, von Barry M. Peachy Pink, habe ich eine Zeit lang wirklich gerne getragen. Da muss ich aber ehrlich auch dazu sagen, dass man da wirklich perfekte Lippen braucht. Also das ist wieder so ein Lippenprodukt, das trocknet so die Lippen aus, dass es einfach dann so unschön aussieht. Und dann kann man auch einen Lipgloss drüber tragen. Das setzt sich einfach nur alles ab. Und ja, deswegen ist es für mich auf jeden Fall auch ein Flop, weil ich einfach alles Mögliche machen kann.
kann oder ich mache alles Mögliche und trotzdem sieht der Lippenstift einfach nur trocken aus und setzt sich bei mir ab. Also von daher ist es auf jeden Fall auch ein Flop. Ich weiß es nicht, wie es jetzt mit den anderen Barry M. Lippenstiften aussieht. Ich habe nur diesen einen, ob die alle so trocken sind. Aber bei mir ist es auf jeden Fall ganz schlimm. Bei dem, der trocknet wirklich richtig stark meine Lippen aus und ich muss danach wirklich wieder richtig viel Lippenprodukte benutzen, dass meine Lippen wieder geschmeidig werden. Und das finde ich geht gar nicht bei einem Lippenstift und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein Flop von mir. Ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen, also eigentlich allgemein nicht ganz so viel. Ich bin da natürlich froh drüber, dass ich nicht so viele Flops habe. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was gebracht. Ich gucke sehr gerne auch Flop-Videos, weil wie gesagt, dann kommt man von dem Kauf vielleicht ein bisschen ab. Ich meine, jeder hat eine andere Meinung, das war jetzt auch alles meine Meinung, aber ich meine, jeder hat auch eine andere Haut und ihr wisst schon, was ich meine, aber trotzdem kann man da ja immer ein bisschen abwägen. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Guckt bei den anderen YouTubern vorbei. Ich bedanke mich bei der, ich verlinke ihren Namen hier, die das Ganze gestartet hat. Ich bin mit Namen nicht so, sorry. Dankeschön, dass du das gestartet hast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du mich gefragt hast. Und dann würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch noch ganz, ganz schöne Tage und einen schönen Rutsch. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Deswegen an Silvester wird ja auch nochmal ein Silvester-Look kommen. Von daher könnt ihr da auch nochmal einschalten. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.